nicht was, nur der Wind. Ist da.
Ihr seid es. Ich erinnere mich an euch. Was macht ihr hier unten? Wie seid ihr an den Rittern vorbeigekommen? Als sie angriffen, floh ich aus Passwall. Sie sagten nichts, sie töteten sofort. Die Schreie. Ihr könnt euch diese Schreie nicht vorstellen. Felas und ich haben uns hierher verzogen, da wir dachten, hier sicher zu sein. Aber nein, wir landeten genau in ihrer Mitte. Felas lief zu ihnen über und ließ mich dem Tode geweiht zurück. Mich, dieser undankbare, treuloses Mistvieh. Unglaublich, lässt mich hier allein. Jedes Mal, wenn ich nach einem Ausweg suche, drehe ich mich im Kreis und ende wieder hier. Aber ich bin schlauer als sie. Ihr scheint allerdings keine Probleme zu haben. Seht euch an, fast kein Kratzer. Ihr seid perfekt geeignet, um mich zu beschützen. Dieser Ort ist ein Albtraum. Überall Ritter, diese Priester und was immer sie mit Felas angestellt haben. Passt auf, die Bürger in Passwall brauchen mich. Wie sollen sie denn klarkommen, falls ich hier sterbe? Ich helfe, wo ich kann. Ich mache gern Dinge kaputt. Vielleicht kann ich einige von diesen Rittern kaputt machen.
Seid gegrüßt. Es macht mir nichts aus, mich auf euer Niveau herabzulassen.
noch einmal öffnet. Ihr seid der mieseste Geleitschutz aller Zeiten. Ich suche mir einen anderen Ausgang. Na los doch! Na bitte, ich habe einen einfachen Weg gefunden. Wie läuft es da drüben so? Es macht mir nichts aus, mich auf euer Niveau herabzulassen. Ich bleibe hier und helfe beim Wiederaufbau. Diese Idioten brauchen mich. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Stirb, du Ratte! Zu den Warngott. Sylan ist endlich unser, dank euch. Ich kann es nicht glauben. Ihr habt überlebt. Wir dachten, euer Licht sei untergegangen. Entschuldigt, dass ich an euch zweifelte, euer Gnaden. Ihr seid ein würdiger Anführer. Vielleicht der größte Krieger, der je den Thron von Mania bestieg. Ich fürchte, unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Es wimmelt hier immer noch von Rittern, die nicht im Turm vernichtet wurden. Ihr solltet zum Palast zurückkehren und mit Sheogorath reden. Fragt ihn, wie er gedenkt, sein Reich zu verteidigen.